Dacht zusammen, kommt zurück in Ruhekirchen. Ein Blick über unsere Stadt. Nachdem wir jetzt hier drüben in Osterfeld die Strukturen verändert haben. Die Industrie siedelt sich gerade neu an. Führt so ein bisschen dazu, dass wir jetzt gerade wieder Geld verlieren, weil die Industrie, die dort entstanden ist oder sich angesiedelt hat, nur noch Level 1 ist. Das bringt nicht so viel Steuereinnahmen. Das sollte sich aber hoffentlich bald erledigen. Ist jetzt heute der Plan, dass wir einen zweiten Autobahnzugang installieren und einrichten, damit wir auch von hier aus in unsere Stadt kommen. Das ist sogar ideal, weil hier eine kleine Brücke ist. Das heißt, wir können hier Zugang rüberbringen über unseren Fluss, dass wir dann hier den Anschluss haben. Hier vorne einen Anschluss, das ist, glaube ich, ganz sinnvoll, denn wie wir hier sehen, hier ist ein Stau, wie es sich gefühlt gehört für eine Ruhrgebietsstadt. Wir können ja mal schauen, wie das hier aussieht. Das ist, ja, man sieht hier relativ viele Taxen, die hier stehen. Und dann ist hier die Kreuzung, in der sich dann alles staunt, weil wir hier auch eine Ampel haben. Wir müssten das hier eigentlich viel größer machen. Die meisten wollen, glaube ich, sogar rechts rum. Das können wir vielleicht sogar lösen, wenn wir hier nochmal eine Direktverbindung setzen. Vielleicht fangen wir damit mal einmal an, dass wir uns hier eine einspurige Straße nehmen. Wir müssen das hier wahrscheinlich abreißen, diesen Fußweg. Das tut mir leid. Da liefen gerade ein paar Leute lang und dann hier nochmal hier eine wäre dann die größere Straße, sechsspurig. Ich möchte eine asymmetrische Straße haben, hier mit drin. Ah, da genau, das suchte ich. Die können mich hier dann einmal upgraden. Das ist doch schon mal etwas besser. Der Verkehr fließt schon direkt viel besser. Jo. Okay, jetzt müssen wir erstmal Zellen kaufen. Das Geld sollten wir haben. Also wir kaufen direkt diese 5 Zellen. Das sind 200.000, das ist kein Problem, aber 70 im Monat. Wir machen im Moment, das ist nicht ganz richtig, da sind halt 1.500 die Stunde. Ja, es hilft nichts, wir müssen es sowieso machen. Also das kostet uns jetzt Geld. Hier, was haben wir hier für ein Problem? Verkehrsunfall, ein brennendes Auto, Leute auf der Autobahn. Hier laufen Leute auf der Autobahn lang. Ist das normal hier oder was? Tatsächlich. Ah, super. So. Ich hoffe, das löst sich das Problem. Wir werden zunächst eine vierspurige Straße hier aus der Mitte kommend wegziehen. Hier rüber, ziemlich gerade. Verbindungen hier rüber. Ja, Sie müssen natürlich wieder die Höhenlinien beachten. Das
Sollte aber so passen. Jetzt müssen wir hier den Anschluss machen. Das war, glaube ich, ein bisschen zu nah. Also das wird jetzt hier kein kompliziertes Kreuz. Wir haben da noch diese Stützpfeiler. Die sind ein bisschen nervig. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier... Hier kommen wir so unten durch. So, das ist gut. Das passt. Jetzt brauchen wir Autobahnen, denn die haben wir noch gar nicht gekauft oder freigeschaltet. Also die Schnellstraßen und großen Straßen können wir eigentlich auch dann schon freischalten. Und jetzt gerade hier in dem Menü sind, ich könnte ja auch nochmal die großen Parks freischalten. Wir haben 30 von diesen Entwicklungspunkten. So können wir noch bauen. Ein Fußballstadion bauen. Was wir aber brauchen, sind jetzt hier diese einspurigen Einbahnschnellstraßen. Kommen hier an. Wir müssen das natürlich dann upgraden, dass wir auch hier eine Ausfahrt haben. Das finde ich echt gut, dass wir das jetzt hier in City Skylines 2 gelöst haben. Wir werden also von hier aus kommend erstmal weggehen. Wir haben nicht so viel Platz hier für die Ausfahrt, deswegen möchte ich möglichst nah ran und müssen hier das Terrain natürlich anpassen. Hier geht's raus. Wir machen direkt auch die Verbindung, vielleicht erstmal provisorisch, damit sie schon mal funktioniert. Und dann kümmern wir uns um alles Weitere. Und hier kommt dann noch das Upgrade. Das mag er nicht, weil die Straße den falschen Knoten hat. Das ist aber kein Problem. Dann werden wir hier direkt hier vorne mal einen Knoten setzen. Dann hier das Upgrade machen. Und dann den Punkt wieder abreißen. Das ist so ein kleiner Vanilla-Trick. Wir müssen dann von hier aus... Wir werden ungefähr hier anschließen. Also von dort aus hier hoch. Das ist schon relativ steil, aber gut. Die Ausfahrt ist, glaube ich, soweit in Ordnung. Wir können hier das Gelände noch mal wieder ein bisschen einebnen, damit wir hier ausreichend diese Klippen hier los sind. Gut, wir machen jetzt auch wieder Plus. 800, das heißt, unsere Industrie hat sich hier weiterentwickelt. Es entstehen weiter Staus. Aber ich glaube, die Staus hier, die haben sich aufgelöst. Sehr gut. Jetzt haben wir nur in Marxloh massive Probleme. Woran liegt das? Tja, hier, das ist so ein Hauptverkehrsknotenpunkt. Na, das, wir beobachten das jetzt mal weiter. Wir setzen weiter auf Verbindungen. Denn jetzt kommen erstmal die ganzen
Straßenverbindungen. Das hätten wir auch erledigt. Wie sieht es jetzt eigentlich mit unserem Gesundheitswesen aus? Wir brauchen sowieso eine neue Klinik, sehe ich gerade. Wo haben wir die denn? Da vorne ist eine. Und wie sieht es mit den Krematorien aus? Da ist eins. Das reicht nicht mehr aus. Okay, also knapp drunter. Das ist unglücklich. Wir werden jetzt erstmal weiter die Straßen jetzt hier setzen. Wir werden hier Stiepel erweitern. Das war der nächste Schritt und dann gucken wir mal, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Geld wieder verdienen. Platzieren am Ende wieder unsere Kreisverkehre. Weil wir damit den Bedarf an. Die Straße ist noch nicht fertig, aber ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Hier fehlt noch eine Straße. Den Bedarf an geringer Wohnbebauung dann nämlich decken. Die wir mittlerweile wieder haben. Wir brauchen in jedem Fall wieder Schulen. Ich werde direkt auch eine normale Grundschule setzen. Wir sehen ja Bedarf. Ja. Direkt normale Grundschule. Die setzen wir hier mal an diese Straße. Händelstraße. Weiter für eine Schule brauchen wir auch. Riesig. Da ist die Frage, wo wir die platzieren. Aber ja, vielleicht hier hinten noch Platz. Ja, vielleicht kommt die. Ja, die kommt hier hinten hin. Genau hier vorne an die Ankerstraße. Dann gibt es hier Wohnungen mit. Dichte. Hier entlang der Hauptstraße bauen wir vorher noch. Quatsch. Das wollte ich hier die Gewerbeeinheiten, die wir dringend brauchen. Hier ist schon ordentlich Verkehr, der hat sich hier einigermaßen sortiert. Auch hier fließt der Verkehr gut. Hier haben wir quasi gar keinen Stau mehr. Das ist halt eine zentrale Kreuzung, sieht aber auch gut aus. Und auch Marxloh hat sich komplett aufgelöst. Das ist also ganz gut, wenn man hier mal ein bisschen für ein bisschen entspannt bleibt. Hier ist halt noch viel Verkehr, also die Kreuzung hier in der Bismarckstraße eine zentrale ist. Da könnte man überlegen, ob man hier diese Dreierkreuzung, ist da eine Ampel? Ja. Ah, das ist natürlich unglücklich mit dieser Verkehrsführung, dieser, weil es quasi drei Ampeln sind, die einzeln sind, das ist nicht gut. Da müssen wir nochmal hier, also der Teil bleibt, der Teil bleibt auch nicht. Das müssen wir leider nochmal neu machen.
natürlich etwas unrealistisch, dass man hier dann solche Stellen abreißt, aber das geht nicht anders. Wir werden also von hier aus kommend hier diese Verbindung so ziehen und dann ja, auch doof, dass hier zwei Kreuzungen sind. Das müssen wir auch anders machen. Die Rudolfsgasse muss weg. Die kriegt gleich ihre Verbindung. Ich möchte aber hier die Verbindung machen. Das muss erst ein bisschen gerade sein, damit wir hier eine ausreichend gute Zufahrt haben. Ein bisschen länger. Ja, okay. Aber diese Verbindung hier, die können wir ganz abreißen und dann komplett neu machen. Und mal starten. Naja, nee. Wobei, das ist... Das ist egal. So. Und so, jetzt haben wir hier wieder die Verbindung. Dann haben wir hier diese Schotterstraße. Die hier vorbeiführt. Dann hier. Ja. Wir werden hier diese Verbindung machen. Okay, Schaltschutzmauer, das können wir jetzt auch. Achso, das liegt wahrscheinlich an den Autobahnen. Hier ist eine Ampel. Ja, hier hat er eine Ampel platziert. Ich glaube, das ist jetzt die bessere Variante für die Verbindung hier nach Marxloh. Wir haben wieder hohen Bedarf an Wohngebäuden. Dem wollen wir gerne nachkommen. Hier hinter, würde ich jetzt gleich noch dran denken, die Fußwege zu setzen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das machen wir vielleicht jetzt auch mal. Denn die beschränken uns in unserer Planung. Jetzt gucken wir, wie ich hier durchkomme. Fußwege haben wir gesetzt. Das sieht auch alles soweit passabel aus. Ja, wir brauchen ein paar Parks. Wenn ich an großen Sportparks, auch wenn sie nicht bauen können, American Football Field, das interessiert uns hier in Ruhrkirchen nicht. Fußballplatz, der ist natürlich ganz entscheidend. Weiber, das würde ich ganz gerne platzieren, aber wir haben ja eher den See. Das ist, glaube ich, nicht notwendig. Noch mal ein paar Briefkästen schon mal setzen. Guck mal, wie sieht es hier aus? Ansonsten ist es, glaube ich, ganz gut abgedeckt. Das passt ja mal gerade wieder Geld, 5000 die Stunde, das ist gut. Also Gewerbebedarf. Ich gehe mal hier entlang der Parkstraße mit. Kleinem, ne, das machen wir hier vielleicht besser entlang der Amselstraße. Idealerweise nicht zu große. Gemischt, die können wir vielleicht auch so mischen, ne? Das ist auch nicht nur eine ganz gute Idee. Soll wirklich ganz schmal sein.
Problem ist, wir haben diesen Bedarf im Moment nicht. Aber das ist nicht so schlimm. Ein bisschen was müssen wir noch freilassen für die Parks. Aber wir können hier schon mal platzieren. Das Popmusiker-Anwesen. Ah ja, sehr interessant. Doch, das können wir nochmal bei Gelegenheit platzieren. Kleiner Spielplatz. Typischerweise natürlich hier an die Grundschule. Den machen wir sogar direkt daneben. Kleiner Park. Vorne hin. Und vielleicht, wir hatten gesagt, hier kommt die weiterführende Schule hin, sobald wir das Geld haben. Dann platzieren wir dich hier vorne. Der Bedarf an Gewerbe ist weiter da. Dem müssen wir dann auch noch nachkommen. Ein bisschen die Topologie hier beachten. Das Gelände hier doch ein bisschen abfällt. Letzte Woche natürlich auch, wie üblich. Kleiner Parkplatz. Mal vielleicht in der Nähe der Grundschule. Waren wir sie denn dort? Da reicht aber auch ein bescheidener Parkplatz, glaube ich. Das ist quasi für ja, Lehrkräfte, die Eltern, die Kinder bringen. Man kennt das. Eine kleine Gazerre durchziehen. Die machen wir weg, die Fußgängerüberwege, und dann platzieren wir hier noch mal so ein paar kleine Parkplätze. Kleiner passt nicht rein, der bescheidene hier rein und dann ein winziger. Ja. Gebühren erheben wir nicht, das machen wir ja schon die ganze Zeit nicht. Bedarf an Wohnraum bleibt weiter hoch. Haben wir denn noch genug Flächen? Ja, ne, das sollte eigentlich passen hier. Erweitern Stiepel dann noch einmal. Ich möchte es hier nicht. Doch, jetzt kann ich hier weiterziehen. Es geht nämlich dann bis hier vorne das Gebiet. Und dann bis hier. Entlang der Straße. Aber ich glaube, dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Wir können hier noch ein bisschen was platzieren. Viel ist es aber nicht mehr. Das entsteht hier leider nicht, weil wir keinen Bedarf haben an mittlerer Dichte im Moment. Aber das ist leider so. Wir können auch mal ein paar Bäume platzieren und sind dann aber, denke ich, auch fertig. Mit der Erweiterung von Stiepeln. Wir haben die Verbindung gebaut. Ich glaube, das war schon wichtig, dass wir das gemacht haben. Wir können hier entlang der Hauptstraße, sollte man vielleicht nochmal, jetzt noch zum ganz zum Abschluss, nochmal so eine Reihe setzen, damit wir hier natürlich viele Bäume noch stehen haben. Aber das hier, ja, wobei, nee, wir werden ja hier noch, hier entlang der Hauptstraße werden wir ja auch noch Gebäude platzieren. Deswegen, nee, da setzen wir nichts. Der nächste Stau entsteht. Oh Gott. Ja, das sind jetzt hier alle die Leute, die jetzt hier hinziehen wollen. Gucken mal und folgen der
Verbindung, ja, die wollen alle hier ab. Das sortiert sich dann aber. Das ist ganz gut. Ich glaube, auch hier können wir die Zebrastreifen entfernen. Hier stimmt doch noch eine Verbindung nicht. Oder? Ja. Moment, jetzt mal kurz stoppen. Ach, das ist auch noch jetzt. Das machen wir nochmal neu. Das war noch ein Fehler. Denn das soll natürlich hier direkt eine vierspurige Straße werden. Jetzt fließt es auch. Da war noch eine kleine Hitsche drin. Gut. Ja. Wir werden dann den Ausbau fortsetzen. Wir gucken direkt mal in die Schule. Auch die ist natürlich sofort voll. Zack. Erweitern sie direkt auf 1500. Was haben wir hier noch? Die Kinderklinik. Spielplatz haben wir schon gesetzt. Tja. Na, das ist. Der Erweiterungsbedarf ist groß. Wir werden dann hier nochmal weiter ausbauen. Wir haben nur Bedarf an niedriger Dichte. Deswegen müssen wir hier ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht zu nah rankommen. Wir sehen aber, die ganzen Zeichen sind alle verschwunden. Mit dem Blick auf Stiepel werden wir dann aber Ruhkirchen erstmal wieder verlassen. Die Verbindung ist gesetzt. Wir haben zwar Zugang, wir sind keine große Sackgasse mehr, sondern haben jetzt eine sinnvollere Verkehrsführung. Und ja, lassen die Stadt jetzt mal entwickeln. Ich bedanke mich fürs Zuschauen dieser Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal.